Inferno gegründet, damit sowas nicht wieder passiert. Ich weiß. Und jetzt ist nur noch das davon übrig. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront, Freunde. Wir haben jetzt eine Flugmission vor uns. Und ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob ich das auf Anhieb schaffe, Freunde. Ich werde mein Bestmöglichstes tun. Ich habe mal eben ein wenig angetestet, wie das hier funktioniert. Und es war alles andere als witzig. Denn ich habe das mit dem Controller gespielt und da bin ich überhaupt nicht mit zurechtgekommen. So, jetzt folgen wir erstmal unserem Kollegen hier. Kamera läuft auch. Aufnahme läuft auch. Sehr gut. Also, es kann nichts mehr schief gehen. Los geht's mit der... Und der Sternzerstörer des Admirals. So, jetzt fliegen wir hier ganz langsam durch. Sich in der Nähe der Corvus. Anscheinend ist sie voll funktionsfähig. Wenigstens ist Hasen nicht allein auf der Corvus. Vielleicht schaffen wir es doch noch lebend hier raus. Weil das Problem hier an dieser schönen Stelle ist, sind nicht nur die feindlichen Jäger, sondern auch die ganzen Trümmerteile hier. Und da kann man reinfliegen und dann ist man sofort im Eimer. Wie ihr sehen könnt, hat auch mein Kollege hier schon eine kleine Rauchfahne, die er hinter sich herzieht. Okay. Agent Hast, wir nähern uns der Corvus. Wie ist der Status der Triebwerke? Ioneninjektoren bei 60%. Ich leite Schildenergie um, damit die Triebwerke zünden. Commander Jäger im Anflug. So, Freunde, jetzt geht's los mit der Raumschlacht. Und wie gesagt, hoffentlich stelle ich mich nicht zu blöde an. Okay, einen haben wir schon erledigt. Die Gegner hier sind relativ fies und das mit der Maus ist auch total ungewohnt. Man muss einfach dahin halten, das Mäuschen, wo man hinschießen will. Und das ist sehr komisch, ja. Das hat mit Fliegen gar nichts zu tun. Hier, ich setze einfach die Maus da drauf. So, und jetzt werde ich schon unter Feuer genommen von einem X-Wing Fighter. Und der, den muss ich jetzt als erstes erledigen, weil sonst ist das hier ein kurzer Ausflug. So, der zum Beispiel. Der, der mich hier jetzt gerade angegriffen hat. Den muss ich als erstes ledern, Freunde. Und ich hoffe, dass ich nicht draufgehe. Jetzt werde ich mal diesen hier... So, einen Bomber mussten wir hier noch erledigen. Und hier ist ein Typ, der mich fertig machen will, Freunde. Das ist alles andere als komisch. Hier, ich glaube, der hier. Nee, das ist ein Y-Wing. So, das ist ja das, worauf ich schießen muss. Wir haben die Rendezvous-Koordinaten. Aber die Triebwerke laufen noch nicht. Ja, der war das, glaube ich. Nico, wir schalten die Bomber aus. Der war das, Kollegen. So. Jetzt muss ich hier schön aufpassen. Schön langsam fliegen. So, jetzt kommt ein bisschen Moorhuhnjagd auf die Y-Wings, auf die Y-Wings, bevor die X-Wings uns angreifen. Alles klar, sehr schön. Das hat gut funktioniert. Und ich glaube irgendwie, je mehr man hier abschießt, umso mehr Typen kommen. Okay, alles klar. Schön cool bleiben, Freunde. Schön cool bleiben. Der ist das hier. Der hat mich angegriffen. Okay, der ist jetzt schon explodiert. Das ist sehr schön. Das war sehr, 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 sehr lieb von ihm. Ja, Freunde, aber zwei habe ich doch schon abgeknallt. Was wollt ihr denn eigentlich von mir? So, und hier wunderbar dahinter gesetzt. Bei diesem hier auch. Die Triebwerke laufen jetzt, Commander. Oh. Herr
perfektes Timing. Agent Miko zu Corvus, ich bin direkt hinter ihm. Commander Versio, befehlen Sie Ihrem Schiff den Rückzug und kommen Sie dann auf die Schnitter. Sir? Geheimbefehle, Commander. Geheimbefehle? Ich weise Sie persönlich ein. Ja, Admiral. Inferno-Trupp. Der Admiral und ich stoßen später dazu. Verstanden, Commander. So, wir haben ein... herrlich. So, da sind wir kurz aus dem Spiel rausgefallen, aber zum Glück habe ich diese Mission ja vollendet. Ein Sternzerstörer. Sie wollten mich sehen, Sir? Nur zu. Der Imperator ist tot. Und was passiert jetzt? Wir schlagen zurück, Commander. Ist doch klar. Das Imperium wird die Wurzel des lächerlichen Selbstvertrauens der Rebellen mit Stumpf und Stiel ausreißen. Sag mir, Aiden, was ist die Quelle ihres Glaubens? Hoffnung. Korrekt. Die Präsenz des Abgesandten ist eine Ehre. Eine, die ich mit meiner Tochter teile. Admiral Versio, Operation Asche muss sofort beginnen. Widerstand. Rebellion. Ungehorsam. Dies sind Konzepte, die keinesfalls weiter bestehen dürfen. Sie sind lediglich eins der Werkzeuge, die diese Ideen tilgen werden. Ja, das ist mein Abgesandter. Er wird Ihnen den Weg zu Ihrem Ziel weisen. Operation Asche ist der letzte Befehl des Imperators. Und der erste Schritt in eine neue Zukunft. Inferno ist unerlässlich für unseren Erfolg. Was ist das Ziel? Sie sind nicht verifiziert. Die Information kann warten. Vorerst. Das hier ist dein nächster Auftrag. Er ist ungewöhnlich. Aber es sind auch ungewöhnliche Zeiten. Los, Commander. Was du am besten kannst. Zur Vorbereitung auf Operation Asche wurden wir zur Fondor-Werft beordert. Agent Husk, Sie und ich beschaffen experimentelle Satelliten für den Sternenzerstörer Dauntless und sorgen für die Sicherheit von Moff Wraith. Agent Miko, Sie haben die Corvus. Fondor, imperiale Werft. Commander, die Satelliten wurden gesichert. Gute Arbeit. Moff Wraith hat berichtet, Operation Asche kann laufen wie geplant. Voll der Großangriff, Freunde. Großangriff der Rebellen. Was ist der Plan, Commander? Den Sternenzerstörer sichern. Operation Asche muss geheim bleiben. Und da sind wir wieder mitten im Kampfgeschehen, Freunde. Ich wollte gerade eben so einen geilen Gag reißen. Mit Erich Honecker. Welche Taste? Ah, hier. So, die erste Korvette
Hat das Zeitliche gesegnet? Hier spricht Morphrick. Die Ionenkanonen der Rebellen haben die Dauntless deaktiviert. Commander, ein paar Rebellentransporter sind unterwegs zur Dauntless. Transporter? Wir wollten ein Schiff vernichten. So, und der Ewing hat mich unters... Ja, Sir. Unter Feuer genommen, Freunde! Ah, Jemini. Hindern Sie daran, an Bord der Dauntless zu kommen. Ich schalte Sie dann aus. Jawohl! Ich habe ihn erwischt. Sehr schön. Alles klar. Jetzt müssen wir diesen Rebellentransporter zerstören. Den hier. So. Ich muss schön aufpassen, dass ich hier nicht reinfliege. Ich verlange die Entfernung der Schiffe! Ja, Freunde. Rebellentransporter, wo bist du? Ich bin ein wenig konfus. Hier, wir müssen hier so viel zerstören, dass ich gar nicht weiß, was ich zuerst angreifen soll. Nehme ich das Ding da? Ich glaube, ich nehme das. Greifen Sie diese Schiffe! Sofort! Greife feindlichen Transporter an! Er versucht auszuweichen! Zerstören Sie ihn, wo er an Bord kommt! Okay, das Ding müssen wir auch zerstören. Wo ist er? Freunde, wo ist er? Hier ist er. Hier sind so viele Gegner. Aber das war jetzt eine schöne Abschussserie. Aber ich habe das Gefühl, ich muss diesen Zerstörer hier zuerst vernichten. Boah. Das waren alle. Die Dauntless muss ihre Energie wiederherstellen. Wir müssen diese Ionenkanonen ausschalten. Ja, Commander. Partizipieren wir die Rebellen. Bei allem Respekt, Sir. Sobald Ihre Systeme online sind, sollten Sie mit den Satelliten abziehen. Feigling, kommt nicht in Frage. Agent Hask, feindliche Jäger nähern sich. Boah, ey. Der hat eine Rakete gehabt. Hab ich auch eine Rakete, Freunde? Moment. Feindlicher Jäger auf 017. Ich bin auf dem Weg. Hey, eine Rakete wäre schon geil. Ich locke ihn in die Station. Commander Versio, er ist doch da. So, wir müssen dieses Ziel hier attackieren, glaube ich. Den da. Das wäre erledigt. Und dann diese Korvette müssen wir auch noch... nee, da ist sie schon... Da geht sie schon in Flammen auf. Leute, das ist hier eine Raumschlacht. Die sucht echt ihresgleichen. Diese Ewings sind ganz schön fies zu erwischen. Ich muss eine Sache zugeben, Freunde. Die Mission gerade eben, die musste ich zwangsläufig üben, weil ich keine Ahnung hatte von Mausflug. Aber diese Mission hier... Bei dieser Mission, da habe ich keine Ahnung. Und es sind wirklich so viele Gegner hier. Es sind so unfassbar viele Gegner. Und auch so viele KI-Gegner, die echt gut schießen. Und... Hä? Ah. Jetzt ist gerade kurz mal alles eingefroren. Hier, das ist das, die Aufnahme läuft noch zum Glück. Das ist das Hauptziel hier. Ah, krieg ich das Teil? Der ist dahinter. Commander Versio, er ist noch da. Alles klar. Alles klar, Agent Hask. Danke für die Hilfe, Commander. Zeit, die Ionenkanonen auszuschalten. Alles klar, Commander. Der Hangar ist frei. So, und irgendeiner greift mich hier schon wieder an. Irgendein Ewing. Ja, Commander. Boah, an Bord des Rebellenkreuzers gehen. Aber ich glaube, ich will zuerst diesen X-Wing noch killen. Alles klar. Ziel zerstört. Oh, hoffentlich gehe ich jetzt nicht drauf. Nein. Okay.
Okay. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Muss ich hier rein? Ja, da muss ich rein. An Bord gehen, genau. Hier muss ich rein. Hier muss ich rein, Freunde. Die Aufnahme läuft noch. Ich bin sehr glücklich. So, und jetzt? Oh, das kann ja nicht sein. Kann das sein? Nein, das kann nicht sein. Okay, ich schnalle die Mission überhaupt nicht. Ich werde mich erstmal verziehen, Freunde. Ich werde erstmal hier diesen... So, zurück ins Missionsgebiet. Wo ist das Missionsgebiet? Hier ist das Missionsgebiet. Okay, hier soll ich rein. Da sind auch lauter Turbolaser-Kanonen. Das finde ich sehr, sehr merkwürdig. Wie soll ich denn hier rein? Wollt ihr mich verarschen, Freunde? Ich weiß nicht, wie ich hier rein soll. Wie soll ich denn hier rein? Oh Gott, scheiß Mausflug. Ja, ja, klar. Ballert auf mich und ich soll gleichzeitig bei euch zur Tür rein, gell? Hier wieder stiften. Ich muss mal kurz überlegen, was ich machen soll. Von welcher Richtung fliege ich denn diesen Scheißpott jetzt an? So. So, und welche Taste muss ich drücken? Das muss hier sein. Ich glaube hier, oder? Ja, ja, klar. Und jetzt? Jetzt? Alles klar. Jawohl! Ich habe es geschafft. Sehr schön. So, da sind wir wieder, Freunde. Ich habe keine Ahnung. Ach, ich hab jetzt hier... So, ich bin jetzt gerade wieder ein wenig verwirrt, weil ich bin jetzt hier in der First Person. Das Spiel macht mich manchmal ein wenig kirre, muss ich sagen. Ich muss einfach in dieses Ding reinfliegen. Aber ich glaube, jetzt habe ich wieder... Jetzt habe ich wieder den Überblick. Wie ihr sehen könnt... Habe ich einen Scanner? Jawohl, ich habe einen Scanner. Das ist das Wichtigste für mich. Der Scanner. Ah, da hinten. Ah, geil. Okay, das ist ein fetter Granatwerfer. Jetzt habe ich ein wenig Ahnung. Das Problem ist bei den Missionen, da wechseln die Waffen. Und deswegen gucken wir uns erstmal die Grafik an. Die Waffen wechseln, die Perspektiven wechseln. Ja, plötzlich ist man in der First Person. Obwohl man in der Third Person gespielt hat, man hat nicht mehr seine gewohnte Knarre. Plötzlich muss man hier in ein Rebellenraumschiff hineinfliegen. Hier mit diesem schnuckligen Jäger. Wir gucken uns mal alles genau an. Mit diesem TIE Fighter bin ich in diesen Hangar reingeflogen. Und bevor ich mich überhaupt, bevor ich überhaupt geschnallt habe, was passiert... Habe ich hier drei X-Wings ausgeschaltet und Soldaten getötet. Das war ich. Das war ich. Ich ist kaum zu fassen. Und jetzt muss ich mich erstmal ein wenig sammeln und trinke erstmal ein Schlückchen Kaffee, weil ich kann überhaupt nicht fassen, was ich hier für ein unglaubliches Chaos angerichtet habe. Da wird Prinzessin Leia sehr, sehr, sehr böse mit mir sein. Und ich bin auch ein wenig, gerade eben kam ja der Imperator, ja? Da wollte ich einen Witz reißen, da wollte ich sagen, Erich Honecker, meine Damen und Herren. Aber leider haben die so viel geredet, dass ich einfach nicht... Leider haben die so viel geredet... dass ich einfach nicht dazwischenreden wollte, ja?
Und dann habe ich mich voll damit befasst. Scheiße, ich konnte diesen Gag jetzt nicht bringen. Und dann war ich mitten in der Raumschlacht. Und okay, ich glaube, wir konzentrieren uns jetzt mal ein bisschen. Das erinnert mich so ein bisschen an Rogue One. Oh, da steht da noch einer. Das erinnert mich so ein bisschen an Rogue One, wo sich Darth Vader diese Gänge lang kämpft. Und ähnlich fies sind auch wir, Freunde. Wir sind zwar nicht Darth Vader, aber wir sind Aiden Verso. Schaut mal, immer schön in die Kisten reingucken, ob hier noch irgendwas ist. In jedem Spiel ist es ja so, man kann ja immer auch rechts und links anhalten, sich schön hier alles anschauen. Okay. Sehr geil. Also wir sind an Bord eines Rebellenkreuzers. Ich habe ehrlich gesagt die Handlung fast gar nicht kapiert. Und jetzt bin ich draufgegangen, Freunde. Ihr merkt, ich bin ein wenig verwirrt. Ich bin wirklich ein wenig verwirrt. Denn wir haben hier so viel erlebt jetzt schon in dieser Mission. Das ist mir alles ein wenig, fast ein wenig zu schnell gegangen, muss ich behaupten. Okay, wir machen weiter. Okay, der ist definitiv gepanzert. Und da hinten ist eine fette Kanone. Die macht richtig viel Aua. Ah, okay. Alles klar, das war die richtige Taktik. Also wir konnten ruhig mal drauf gehen, denn das war ja auch gar nicht mal so einfach. Der hat fett ins Gesicht gekriegt, der Typ. Kamera läuft auch noch. Ich bin aufgeregt. Ich finde das hier geil. Ich habe keine Ahnung, warum wir auf diesem Rebellenkreuzer sind. Ich glaube, wegen Operation Asche, würde ich behaupten. Und ich habe eine ganz eigene Theorie zu Operation Asche, Freunde. Den Bereich sicher. Moment. Ich glaube, wir gehen jetzt mal hier rein. Und spielen einfach mal ein bisschen zügiger. Was passiert denn hier? Okay, wir müssen den Bereich sichern. Alles klar. Alles klar, wir werden jetzt den Bereich sichern. Mit schnellem, effektivem Gameplay, Freunde. Hier kann ich lauter Sachen aufheben. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist jetzt. Sammelobjekt gefunden. Ich glaube, ich will jetzt gar keine Sammelobjekte finden. Ich glaube, ich will hier lieber alles umbumsen, was sich hier bewegt. Was ist denn das eigentlich hier? Ach, guck mal, da schießt irgendwas auf den Sternenzerstörer. Das Ding schießt auf den Sternenzerstörer, okay. Ach, jetzt kapiere ich meine Mission. Wir müssen dieses Scheißding hier zerstören, okay. Alles klar. Ja, das ist so geil. Das ist echt eine geile Mission. Jetzt habe ich sie begriffen, Freunde. Verstanden.
Hier kommt keiner vorbei! So, wir müssen diesen Bereich hier verteidigen vor Leuten, die hier kommen. Okay, alles klar. Wir werden lieber mal auf den Gegner zugehen, denn wenn ich ein bisschen schneller spiele, fühle ich mich einfach wohler, Freunde. Haben wir jetzt alle? Nee, da ist noch einer. Okay, jetzt gehe ich wieder stiften. Der Typ. Da kommen jede Menge Typen. Muss ich irgendwas machen? Muss ich vielleicht einen Türschalter drücken? Moment, da hinten wird doch was angezeigt. Vielleicht gehe ich nochmal hier die Treppe hoch. Ach, wir müssen das Ding zerstören. Hey! Alles okay? Ausgezeichnet. Die zweite Zelle gehört Ihnen, Commander. Einsatzziel, die Konsole hacken. Hey, Freunde. Es tut mir leid, das ist ein bisschen eine planlose Folge diesmal. Aber ich bin hin und her gerissen. Im Grunde ist es so, ich möchte doch einfach nur die Grafik genießen, Freunde, ja? Ich möchte doch einfach nur, ich möchte hier überhaupt nicht irgendwelche Aufgaben. Da kommt noch mehr, Rebellen! Achtung, schwerer Schütze! Kommen die von hinten oder rein? Die killen mich, die killen mich! Zurück zum Spiel. Alles klar. Was? Wir müssen die Kühlzelle treffen. Frag mich jetzt. Nee, okay, alles klar. Ich muss nicht nochmal neu anfangen. Hacken, Freunde. So, von da hinten kommen wir die ersten. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt ist wieder schnelles Gameplay gefragt. Ich glaube, das war doch jetzt schon mal ganz gut, oder? Behaupte ich. Okay. Muss ich hier noch was machen? Nee. Ionenkanone bereit zur Detonation, Thomas. Alles klar. Die Ionenspule wurde zerstört. Nummer 2. Ich habe eine Idee für die letzte.
Noch eine? Müssen wir noch so ein Ding machen? Ich weiß gar nicht, ob ich hier äußerst brillant spiele oder total beschissen. Ich weiß es nicht, Blastergeschütz. Die Zelle ist bereit, Kommand. Gut, ich platziere einen Sprengsatz. Okay, hier müssen wir einen Sprengsatz platzieren. Was passiert, wenn die Bombe hoch? Das werden wir ja sehen. Das werden wir gleich sehen. Genau. Jawohl. Oh ja, klar, klar. Nee, das war sicher nicht geplant. Gehört das auch zum Plan? Nee. Halten Sie sich irgendwo fest! Oh, Scheiße. Komm schon, Druide! So, Freunde, und ich behaupte, wenn ich diesen hier nochmal kurz abknalle, ich behaupte, dass jetzt wir einen neuen Kontrollpunkt erreicht haben. Wir können auch die Dockarme zerstören, um die Klammern abzuschalten. Das wird die Energie kappen. Und deswegen werde ich jetzt mich hier aus dieser Folge verabschieden, Freunde. Wir werden hier weiterspielen. In der nächsten Folge wieder schön mit Raumkampf und so weiter. Und ja, ich hoffe, es war nicht zu konfus für euch. Ich glaube, den habe ich voll einen mitgegeben, oder? Kann das sein? Ich glaube, den habe ich zufälligerweise getroffen. So, Freunde, wir werden uns jetzt hier, wie gesagt, aus dieser Folge verabschieden. Ich fliege jetzt hier einfach mal so ein bisschen rum. Und mal schauen, ob mich jemand angreift. Und auf jeden Fall... Es war sehr, sehr, sehr unterhaltsam diesmal. Ein wenig konfus, aber auch echt sehr spannend. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich werde, glaube ich, erst beim Ansehen der Folge... So, jetzt fliege ich hier mal rein. Ich glaube, ich werde erst beim Ansehen der Folge kapieren, was ich überhaupt gemacht habe. Jedenfalls, jetzt gucke ich mal, ob ich hier genau hier weiterspielen kann. Das müsste jetzt ein Kontrollpunkt sein. Genau. Also, wir werden hier nächstes Mal weiterspielen. Wieso gehe ich jetzt nicht drauf? Ja, so. Wir werden hier genau an dieser Stelle weiterspielen und auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.